Psycho, hier ist Emerson. Ich habe Ihre Position. Die verlassene Pacific Shores Mine. Gehen Sie einfach weiter. Ich versuche, einen Plan aufzutreiben. Was ist mit Team Eagle? Am Leben, aber unter schwerem Beschuss. Sie können nichts für sie tun. Ich unterstütze sie, so gut ich kann. Okay. Bin ich jetzt hier etwa... in diesem Innern. Oh. Moment. So. Oh. Scheiße. Oh, wie dunkel. Tja, wo lang, wo lang? Ich habe Neuigkeiten über den Behälter, hinter dem Sie hier waren. Wir glauben, der unidentifizierte Feind, den Sie im U-Boot gesehen haben, war von der gleichen Art wie das Ding, auf das Nomad in Ihrem Bau gestoßen ist. Vermutlich steuern diese Wesen verschiedene Arten von bewaffneten Exosuits. Aha. So. Oh. Alter, was ist denn hier los? Voll der Krieg da oben. Maximale Stärke, maximale Panzerung. Oh, hier sieht's ja auch schon toll aus. Okay. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Aber es geht scheinbar tiefer in den Berg hinein. Oh, was haben wir denn da? Aha! Also das hier, für welche sind das? Feinde? Ich habe den Plan der Mine. Folgen Sie meinen Anweisungen, dann sind Sie bald wieder auf Kurs. Erst lotse ich Sie durch die Mine. Dann müssen Sie noch durch die Verladestation. Okay. Alles klar. Gut, dann denke ich, werden wir hier speichern. Und ich hoffe, der hat auch aufgenommen. So, und dann machen wir hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu Let's Play Crisis Warhead. Und wir befinden uns hier, wie es aussieht, in einer Mine. Ganz genau. Wir haben... Hoppla. Zwar immer noch Kontakt, aber unten links, wie ihr seht, keinerlei Verbindung mit einer Karte. Und wir müssen jetzt hier rausfinden. Ich. Und da geht's schon los. Oh. Hoppla. Maximale Panzerung. Aktiviert. Okay. Maximale Ah, scheiße. Oh. Vielleicht sollten wir erst die oben erledigen, bevor wir... Sie kommen gut voran, Psycho. Ich habe noch bessere Nachrichten. Eagle Team hat seine Position gesichert und ist unterwegs zu einer Rettungsaktion an der Sphäre.
Sehr schön. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximal. Ich hatte ja am Anfang die Vermutung, dass wir ja auch in diesem Innern des Berges sind, so wie Nomad. Aber nein, wir sind... Hoppla! Sehr gut! Nur in der Mine. Ich brauche Munition. Okay, Munition voll. Tja, es ist die Frage, wo muss ich hin? Weil da kann man scheinbar auch lang. Ach, da kommen wir hier raus, okay. Okay. Maximales Tempo. Dann müssen wir wohl doch hier lang. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Feind! Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Keine Ahnung, wo das hier alles sein soll. Ach, guck mal da. Energie kritisch. Hat sich einer verirrt. Oh. Gaussgewehr haben wir ja noch. Die sind voll. Nein, das sieht gut aus. Darüber! Oh. Tarnfeld aktiviert. Granate! Schaltet ihn aus! Hoppla. Feuer! Feuer! Energie kritisch. Maximale Panzerung. Da haben wir gedacht, die haben nichts Besseres zu tun. Weil ja jetzt hier die Aliens herumrennen. Ne, da schießen die noch auf mich. Schmeißen im geschlossenen Raum Granaten. Kilo.
Sicherungsfeld aktiviert. Gut. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Präzisionsgewehr. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Schaltet ihn aus! Maximale Stärke. Granate! Maximale Panzerung. Eieiei, das ist ja wie ein Irrgarten hier. Und was ich noch sagen wollte, es lohnt sich doch. Crysis Warhead zu spielen, weil ich hatte am Anfang die Vermutung, wo ich gehört habe, Crysis und Crysis Warhead ist dann quasi auf derselben Insel, dass es dann dasselbe wird mit einem anderen Charakter. Aber es ist ja, wie ihr seht, ganz anders. Ganz andere Missionen. Dann kann man das durchaus spielen. Allerdings ist es natürlich, weil es ja als Addon gedacht war, kürzer. So, kann ich da irgendwie. Kann ich da rein?